Kommt das gleich. Super, dass du das sagst. Ja, ich habe schon gesagt, nicht erwähnt, dass das dann kommen wird. Aber ist okay. Coolio, das heißt, wir brauchen einen Clap, wenn der Ton reinkommt. Das sagt mir ein Bild. Ja. Ja. 10.000 Euro. Geht schon? Okay. Du bist ready? Ich bin ready. Peter ist ready. Passt. Mr. Viper Room. Schön, dass du da bist. Hallo. Servus. Sehr cool. Wie gesagt, cool, dass du. Ja, bitte gerne. Cool, dass du da zu unserem ersten Big Boys Interview kommst. Und ja, ich fange gleich mal an mit der ersten Frage. Kurze Geschichte vom Viper Room. Okay. Du hast eine Minute Zeit. Eine Minute? Ja, voll. Jemand, der den Viper Room nicht kennt, wie das ihn beschreiben? Einmal, ja? Um was geht es da? Wie schaut das aus? Was soll das sein? Was ist ein Viper Room? Das ist eine gute Frage, die ich immer wieder reinstelle. Ja, im Grunde genommen Live-Location, Party-Location. Seit 2007 mache ich das jetzt. Seit 2015 allein. Ja, viele internationale Bands haben wir, viele Gothic-Metal-Partys, 80er-Partys. Das ist im Großen und Ganzen das, was der Viper Room ist. Ganz tief im Keller unten, viele Stufen. Alle Bands heulen, wenn sie es sehen. Die berühmten Stufen, genau. Ja, also das heißt tendenziell eher Gitarrenmusik. Quasi. Sehr viel Gitarrenmusik, ja. Wobei halt, ja, wir versuchen den Fokus natürlich auch auf andere Sachen zu richten, weil es... Das ist erweitert. Genau. Ja, cool. Was würdest du sagen, ist so aus deiner Sicht das Mission Statement und die Philosophie hinterm Viper Room? Ich hätte die Fragen doch vorher verlangen sollen. Mission Statement, ja, im Grunde genommen, wir wollen einfach eine schöne, friedliche Zeit miteinander verbringen. Mhm. Wir sind ein extrem friedliches Lokal ohne Wickeln und ja, das ist das Wichtigste. Einfach schauen, dass man eine gemeinsame Zeit hat, egal wo man steht, politisch, was immer ein großes Thema ist, sondern einfach schauen, dass man ist. So ein neutraler Ground. Genau. Wir haben keinen Handyempfang unten, das heißt, man ist ein bisschen von der Außenwelt abgeschieden, was ich sehr gut finde. Viele Leute fragen mich immer, ob ich das WLAN freigeben will, aber nein. Ich finde es super, so wie es ist, dass man mal ein bisschen weg ist von dem ganzen Handy-Wahnsinn. Dass man weniger genau. Ablenkung hat und sich das sich unterhält, so Musik hört, Konzerte schaut. Das ist letzten Endes das, worum es geht. Ne? Okay, stimmt, cool. Gefällt mir sehr. Ja, was ich immer öfters halt gelesen habe, ist dass du öfters mal Struggle hast mit internationalen Bands, dass die dann doch eine bestimmte politische Richtung fahren. Ja? Oder Mitglieder vor vielen Jahren gesehen wurden in einschlägigen Bereichen und so weiter und so fort. Ja? Wie gehst du, also du machst ja auch quasi Booking für den Viper Room. Hauptsächlich, nur ich eigentlich. Okay. Das heißt, wie gehst du daran, dass du die Bands quasi analysierst, wie viel Zeit kann man da investieren, was ist dein Approach zu dem überhaupt? Ja, ja, es ist schwierig. Im Grunde genommen hat man eben mit Booking-Agenturen zu tun, die meistens keine problematischen Bands haben. Manchmal ist es halt dann doch überraschend, manchmal erfahren wir halt jetzt im Nachhinein, wenn man eine Band schon bucht hat, also ein typisches Beispiel war Slaughter to Prevail. Russische Partie, die Verkäufe sind wahnsinnig gewesen und dann irgendwann kommt plötzlich eine Meldung von der Antifa in Russland und ja, der Sänger halt ein ziemlicher Rechter ist. Ja. Ja, haben das Konzert dann nicht sofort abgesagt, aber grundsätzlich ist das halt ein schwieriges Thema. Man muss halt immer für sich selbst entscheiden, was okay ist, was nicht okay ist. Ich komme halt selber sehr aus dem eher linken Spektrum und bin natürlich schon empfindlich, was das betrifft, aber andererseits, man muss halt einfach echt immer Entscheidungen treffen, was ist okay für einen, was nicht, und das ist oft keine so einfache Entscheidung. Ja, ja. Da gab es dieses Jahr auch einen Fall. Den Umbau, ja. Ja. Genau. Das habe ich nur am Rand mitbekommen, wie... Naja, die hätten in der Gelben Forelle spielen sollen. Ja. Es ist dann eine Woche vorher plötzlich aus Deutschland auftaucht, dass da die bei irgendeinem Label sind, wo der Chef vom Label ein ziemlicher Brauner sein dürfte.
Dann sind noch Sachen auftaucht vom Sänger, glaube ich, war das, oder Schlagzeuger, der vorher irgendeine Synth-Band gehabt hat mit fragwürdigen Texten, wobei man da halt nie sicher war, ob, jetzt ein, ob das jetzt gegen Juden oder Religion generell war. Also schwieriges Thema halt. Ja. War in erster Linie, also ich habe, wie ich es mitgekriegt habe, das war am Montag, glaube ich, ist das dann im Standard gestanden und am Dienstag hat das Handy geleitet und der Ronny hat mich angerufen, weil die Quelle Forelle ihm das Konzert abgesagt hat. Und ja, ich meine, wie gesagt, in erster Linie war es ein Freundschaftsdienst, in zweiter Linie habe ich die Band am Brutal Assault gesehen und war ziemlich genial. Mhm. Aus heutiger Sicht bin ich mir nicht sicher, was ich noch einmal machen würde, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Also es ist halt einfach immer mehr, es hat keine großen Aufstände gegeben gegen das Konzert. Also ich habe 5 Nachrichten gekriegt und eine Band hat mir gesagt, sie spielt nicht mehr bei mir. Okay. Und ein Lustiger hat mich nachher begrüßt mit Grüß Sie, Herr Nationalsozialist, wo man dann denkt, okay, brauchen wir, ne? Schwieriges Thema. Und vor allem aus jetziger Zeit. Ja, ja. Nein, kompletter Schwachsinn halt. Das ist kritisch. Okay. Aber ja, wie gesagt, beim Umweih bin ich mir nicht hundertprozentig sicher, wie sie wirklich drauf sind. Ich kann es bis heute nicht sagen. Und wie gesagt, ich bin mir nicht sicher, ob ich es noch einmal machen würde. Mhm. Ja, aber das ist halt wirklich die Sache, wie viel kann man, also wie viel Zeit kann man investieren, dass ja, man vor allem schaut. Manche Sachen entwickeln sich dann halt. Ne? Wenn was bekannt wird, umso mehr Leute beschäftigen sich damit und umso mehr Sachen, kommen dann plötzlich. Dann kriegt man wieder ein Statement von der Band zu irgendwelchen Geschichten, wo halt wieder Leute sagen, passt das Statement oder ja, reden kann er viel, aber tun du anders. Dann wird man als Booker und sozusagen Location-Betreiber auf einmal irgendwie so zum Schiedsrichter, muss halt sein. Man wird zum Schiedsrichter und man wird dann halt auch irgendwann einmal in eine Ecke gedrängt, wenn man nicht aufpasst. Ne? Ja, und das ist halt eine Gratwanderung. Die versuche halbwegs zu managen, aber manchen sind dann halt die Bands trotzdem nicht links genug oder zu rechts oder was auch immer. Mhm. Wobei ich selber schon eher vorsichtig bin. Und es ist eh hauptsächlich auch Genre, nämlich das Black Metal Genre, das halt gerade da tendenziell. Die Leute, es ist halt auch immer die Frage, was ist Kunst? Wie weit darf Kunst gehen, gerade beim Black Metal, weil halt alles sehr menschenverachtend und oftmals. Ne? Provozierend vor allem. Provozierend, meiner Meinung nach halt mit braunen Themen. Einschlägigen Symbolen gearbeitet. Das ist halt für mich unverständlich, mit braunen Themen provozieren, das ist halt für mich kompletter Schwachsinn. Ja, aber oftmals weiß man nicht, wie du sagst, ist es politisch oder ist es irgendeine, würde ich sagen, so eine Antikriegsband, wie wenn man in Endstille zum Beispiel, wo es am ersten Blick so ausschaut, okay, das ist die typische Ästhetik von einer NSBM-Band und in Wahrheit sind sie genau das Gegenteil. Das war bei mir halt gerade, also ich habe in die 12 Jahren viel dazu gelernt, muss man sagen, also, beziehungsweise halt viel erlebt halt auch. Ne? Und am Anfang habe ich Bands, die so eine Symbolik gehabt haben, sowieso von vornherein mal grundsätzlich abgelehnt, weil ich mich nie damit beschäftigt habe davor und sofort zu jede kleine rechts eingestuft habe. Was halt dann auch einfach oft nicht stimmt. Und aber es ist auf jeden Fall sehr viel Arbeit, die Recherche-Geschichte, und ist was ich am liebsten nicht machen müsste. Ja, das glaube ich gern. Es ist einfach nur Zeitarbeit und sonst nichts. Ja, soll man sagen, viel Arbeit und Zeitarbeit. Das ist der Rauchverbot, das Thema. ja. Es betrifft ja dich und den Vibe Room ja auch. Ne? Ja. Wo es ja auch mehrere Reformen gegeben hat, quasi, ständig, okay, man darf nicht durch den Raucherbereich, der Raucherbereich darf nur dort sein, bla bla bla. Genau. Wie hast du das über die Zeit verändern und managen müssen? Ne? Naja, bei uns war es einmal so, dass jeder Magistratsbeamte, der gekommen ist, was anderes gesagt hat. Ach Gott. Also der eine hat gesagt, das war auch nicht genormt. Nein, das Gesetz hat sich entwickelt. Ja. Zuerst haben wir dort, wo die Tanzfläche und die Bar ist, rauchen dürfen, haben sie gesagt, na, die Tanzfläche zählt dazu, man muss hinten rauchen. Dann ist der nächste wieder gekommen, nein, hinten gibt es mehr Plätze als vorn. Deswegen, das ganze Gesetz hat sich halt permanent geändert und die Magistratsbeamten haben sich permanent geändert in ihrer Meinung. Mittlerweile ist es relativ klar, mittlerweile weiß ich auch, was los ist. Mhm. Mittlerweile ist die obere Bar der Raucherbereich, was sie jetzt aber halt auch wieder ändern. Ändert sich auch. Das heißt, die Leute dürfen dann quasi in der Einfahrt, im Tunnel, rauchen? In der Einfahrt, wobei das halt problematisch ist, weil es halt. Da werden wir nur schauen, ob wir irgendwelche Dämmvorrichtungen anbringen, dass das nicht so extrem ist. Mhm. Beziehungsweise halt vorm Lokal.
Man wird sehen, im Moment ist es halt so, dass die Politik halt auch noch diskutiert, ob Lokalbesitzer dann für die Leute vorm Lokal verantwortlich sind, was halt in der Nacht bei Partys, wenn du volles Haus hast, wird es natürlich schwierig, wenn der Lokalbesitzer dafür verantwortlich natürlich, wird. Ne? Das ist eigentlich im Moment mein Hauptproblem und das Hauptthema. Das Thema Rauchverbot diskutiere ich jetzt seit 2007, seitdem es mehr oder weniger eingeführt worden ist, und das ist einfach mittlerweile nur mehr mühsam. Und ich bin selber schon froh. Vor allem jetzt ist ja Zeit vergangen. Also wenn 2007 das Rauchverbot eingeführt worden wäre, dann wäre alles viel schlimmer gewesen. Die Leute haben sich mittlerweile an alles gewöhnt. Ja. Im Ausland sehen sie nur mehr das Rauchverbot. Also ja, das wird schon irgendwie funktionieren. Ne? Ja. Naja, Österreich ist ja etwas resistent gegenüber Veränderungen. Ja, egal, ob sie jetzt gesund sind oder auch nicht. Ja. Ja. Aber ja, das dauert immer ein bisschen länger. Das stimmt schon. Ich habe ja auch schon öfters im Vibe Room gespielt, ne? Und mein Grundgedanke ist oft, wenn ich mit meiner Band dort bin, wie gehe ich quasi am allerwenigsten Leute am Arsch, ja? Wie stehe ich nicht im Weg, wie schaue ich, also wie kann ich dazu beitragen, dass der Abend für alle rund läuft, ja? Wie wir bereits gesagt haben, die Infrastruktur vom Vibe Room ist challenging. Ja, und man kann es schaffen, natürlich, ja, aber man muss halt zusammenarbeiten. Auf jeden Fall. Also muss ich mit anderen Bands halt zusammen kommunizieren. Also die Crew von euch, die ist immer super, die Leute sind immer nett, immer hilfsbereit. Was würdest du sagen, wie kann man so einen Ablauf einer Starterband irgendwie erklären, dass das runder wird? Was sind so die Do's and Don'ts, wenn jemand zu dir in den Vibe Room kommt zum Spielen? Im Grunde genommen ist es gar nicht so kompliziert, weil die Backline stehen wir eh meistens zur Verfügung. Mhm. Dadurch gibt es damit schon immer mehr so die großen Probleme. Wichtigste ist halt einfach Pünktlichkeit letzten Endes. Ja. Also zumindest halt beim Umbau dann zwischen den Bands ist halt wichtig, dass alle zusammenhelfen. Dass möglichst schnell das Klumpert weggerammt wird und die nächste Band sich möglichst schnell wieder aufbaut und halt rechtzeitig starten. Aber ansonsten, ja, wie gesagt, es geht halt 80 Stirn auf. Das ist natürlich die große Challenge für jede Band. Also auch die internationalen Bands sudern dann natürlich extrem. Aber so im Großen und Ganzen, ja, zusammenhelfen ist halt das Wichtigste. Mhm. Aber das Gute ist, die meisten Bands kennen sich untereinander auch schon. Und die Szene ist ja nicht so groß, sage ich jetzt mal. Ne? Und wir machen es jetzt auch schon so lange, dass es, glaube ich, schon ziemlich etabliert hat. Dass das routiniert ist. Also genau, das ist eine gewisse Routine. Der Tontechniker weiß auch Bescheid, der hilft den Bands ja immer weiter. Und ja, insofern muss man sich nicht fürchten, wenn man zu mir kommt. Wenn du sagst, nationale Szene, dass die nicht so groß ist, wie empfindest du gerade so unsere Subkultur? Also jetzt egal, ob es eher so die Hardcore-Metalcore-Schiene ist oder eben Metal oder... Mhm. Keine Ahnung. Ja, es sind halt bei uns Stoner Rock und so weiter und so fort. Es gibt halt viele Schubladen, ne? Schon, ja. Und jeder kommt mit seiner eigenen Philosophie auch ein bisschen. Natürlich. Ja, und alles ist auch in sich manchmal abgekastelt, wobei es halt schon ist, ich sehe es halt immer wieder, wie gesagt, das ist eine sehr kleine Szene, aber sie ist sehr treu. Mhm. Also ich sehe echt Leid, wirklich, weiß nicht. 5 bis 10 Mal im Monat bei mir im Lokal bei irgendwelchen Konzerten. Ja. Und wenn ich auf andere Konzerte gehe, dann sehe ich es dort da. Wie gesagt, das ist eine sehr treue Szene. Die Schubladen gibt es natürlich, sind aber auch übergreifend. Also ja, schon. Es ist jetzt nicht so, dass... Kommt mir auch vor. Insofern, ja, es ist schon eine sehr lebendige Szene. Es gibt sehr viele Bands. Also ich glaube, für das, wie groß die Szene ist, gibt es international, glaube ich, kein Land, wo es so viele Bands gibt. Ja. Was ich auch sehr positiv finde, letzten Endes, weil es auch immer wieder wirklich gute Bands gibt. Es gibt natürlich auch schlechte, aber über die reden wir nicht. Gibt es immer. Aber ja, nein, die Szene ist sehr lebendig und das ist das Coole dran. Also sehr treu. Kommst du neben dem Recherchieren von Bands, die du buchen magst, kommst du auch eigentlich selber noch gescheit zum Musik hören auch? Oder also, sagst du, okay, gut, ich habe so die Ohren voll? Musik hören zu Hause, nein. Ja, okay. Weil ich einfach, ja, ich bin sehr oft im Club. Jetzt wohne ich ja direkt drüber. Echt? Ja. Super. Und es ist schon sehr viele Bands und ausreichend Bands, muss ich sagen. Also wir haben wirklich viel, ich veranstalte selber 100 Konzerte im Jahr, ungefähr. Mhm. Und bei mindestens die Hälfte bin ich anwesend, bei den eigenen und...
bei den anderen auch öfters mal. Also ich habe wirklich mehr als genug Musik. Sprich, du holst dir deinen Fix in deinem Club quasi und beim Nachforschen. Sprich, zu Hause bei dir ist. Zu Hause rennt nicht der Fernseher, oder es ist Stille. Okay, verstehe, ist gut. Wie geht es in den nächsten 20 Jahren weiter mit dem Vibe Room? Ne? 20 Jahre? Nein. Das wird knapp. Unbestimmte Zeit. Schauen wir mal, wie es weitergeht, wenn ich mal nicht mehr bin, also wenn ich dann so alt wäre. Ja. Das wird irgendwann mal der Fall sein. Ja, so die Zukunftsvision ist also, ich glaube, was Konzerte betrifft, internationale Konzerte im Speziellen, haben wir uns eh schon sehr gut etabliert. Mhm. Also wir haben für internationale Underground-Bands. Ja, und teilweise nicht einmal mehr so Underground. Ja. Also teilweise kommen halt auch Bands, die ich vor, weiß nicht, 15 Jahren, 20 Jahren in der Arena in der großen Halle gesehen habe. Auch weil die Szene natürlich immer kleiner wird, muss man schon auch sagen. Es gibt dann immer mehr so viele Lokale. Ich möchte eigentlich so weitermachen wie bisher. Mhm. Das Einzige, was nur großes Ziel ist, das ist eine Verbesserung vom Club selber halt. Schluss von der eigentlich. Ja, genau. Ich meine, Aufzug werde ich nie einbauen, das wird nichts werden. Nein, das muss man, da initiiert man sich. Ja. Aber sonst, ja, ein bisschen renovieren ab und zu kann nicht schaden. Technik verbessern wird auch irgendwann einmal Thema sein. Mhm. Mhm. Aber sonst im Großen und Ganzen bin ich eigentlich ganz zufrieden, was die Bands betrifft, die bei uns spielen. Da haben wir uns ganz gut positioniert. Ja. Partys haben wir noch viel Luft nach oben, aber das ist ein eigenes Thema, das ist ein bisschen schwieriger. Ja. Wie viele Tage im Jahr seid ihr bucht ungefähr? 200. So. Also, das geht. Oft. Strong, ja, sehr strong. Cool. Abschließende Frage. Deine Message an unsere Szene und an unsere Band aus der Sicht von einem Clubbesitzer. Wie würdest du uns alle motivieren, dass wir das mindestens genauso lang machen wie du? Schwierig. Also ich glaube, dass ein Club und eine Band schon sehr unterschiedlich sind. Ja, weil Band halt dann aus 5 unterschiedlichen oder 4 unterschiedlichen Individuen besteht, die halt auf Dauer quasi eine Ehe eingehen, fast schon, glaube ich. Also man hat viel miteinander zu tun. Deswegen glaube ich, dass man die zwei Sachen einfach nicht vergleichen kann. Schwierig. Also eine spezielle Message jetzt, dass die Bands, die habe ich nicht, weil ich einfach selber kein Musiker bin. Ne? Mhm. Mhm. Insofern, meine Message ist einfach die, dass die Szene so weitermachen soll, wie es gerade macht. Das ist super, wie viele Bands es gibt, wie engagiert viele Bands sind und so kann es funktionieren und so soll es funktionieren. Okay. Schauen wir mal, ob es irgendwann mal die Möglichkeit gibt, dass unsere Bands auch international ein bisschen erfolgreicher werden, weil das ist, glaube ich, unser Hauptproblem, dass international passiert, nicht viel. Rausschicken. Ne? Naja, da haben wir heute schon ein langes Gespräch gehabt. Cool, und irgendwo müssen wir beginnen und da ist der Vibe Room die ideale Plattform dafür. Auf jeden Fall, also jede Band ist herzlich willkommen. Okay, finde ich cool, dass du das machst, dass du uns diese Plattform gibst und danke, dass du dir heute Zeit genommen hast. Gerne, also, vielen Dank für die Einladung. Pass auf dich auch, gell? Ja, danke. Fertig. Sehr cool. Und dir passt? Ja, super.